Ja, zwei Dinge, denke ich, sind wichtig. Das eine ist, dass wir bisher mit dem Arbeitsserverkommando in Nord-Süd-Richtung und deutlich verstärkt im Westen unsere Standorte hatten. Und es war mir wichtig als Kommandeur, dass wir künftig auch in Hauptstadtnähe diese Fähigkeit haben, einfach um auch schneller vor Ort zu sein und reagieren zu können. Mit der Warning-Kaserne haben wir natürlich eine tolle Liegenschaft gefunden, die auch noch die Möglichkeiten und das Potenzial bietet, hier so ein Regiment, was ja unheimlich viel Material hat, Instandsetzungshallen benötigt, Abstellhallen benötigt etc., dann hier auch zu verordnen. Mit 30 Kilometer Entfernung von der Innenstadt von Berlin ist das ein idealer Standort für uns. Und letzter und ganz wichtiger Punkt ist, wir haben von Anfang an gewusst, dass wir hier deutlich besser Personal gewinnen können, weil einfach die Umstände hier anders sind und Stellen, die wir ausschreiben, können auch schnell besetzt werden.